Mach es mal hoch, Maria, ja. So, liebe Leute, Adolf hat Ihnen sicherlich schon verraten, die Weinernte ist bedroht. Da das wohl auch in Zukunft so sein wird, haben wir umgestellt. Wir werden die Kälte umbauen, indem wir hier den Hopfen trocknen werden. Wir werden Fenster einbauen, sodass der Wind ordentlich durchkommt. Und hier wird der Hopfen getrocknet. Sie können gerne mal reinfassen. Hier ist noch der komplette Hopfen da. Und der Blüte noch nicht gefällt. Die Hopfen kommt hier auf diese Felder. Das können dann in den einzelnen Stufen, wie Maria es macht, das Ganze nochmal umwenden und schaffen wir sozusagen einen gleichmäßigen Trocknungsprozess. Damit wir so einen schönen Hopfen bekommen, gilt es natürlich, ihn zu pflegen. Die Pflege beginnt bereits beim Dünger, bei der Seuche. Hinter diesen Herrschaften steht der Seuchwagen. Sie müssen sich so vorstellen, um die Seuche herzukriegen, muss man ziemlich lange dran, nennen wir es mal, arbeiten. Damit von diesem wertvollen Gut nichts verloren geht, steht dieser Seuchwagen frei. Das heißt, im Gelände haben wir so den geringsten Verlust. Wenn Sie schauen mögen, natürlich muss man sich das Ganze jetzt vorstellen, es ist nicht gerade der schönste Duft der Welt, aber es lässt sich frei bewegen und auch bei Erschütterungen, es kann wenig auslaufen. So. Gott hilf! Gott hilf! Ja, Vater! Oh Gott hilf! Komm doch bitte mal zu mir! Ja. Gott hilf! Was stimmt mit diesem Wagen nicht? Ja, vielleicht sind es die Räder. Nein, es sind nicht nur die Räder. Vielleicht ist das Gespann. Nein, es ist auch nicht das Gespann. Ich weiß es nicht. Was stimmt mit dem Wagen nicht? Der Wagen ist noch da. Ich habe hier aufgetragen, den Wagen auseinanderzubauen, damit er den Winter überschreibt. Dieser Wagen ist komplett zerlegbar. Jedes Teil einzeln aufbewahrbar, dadurch greift die Kälte das Holz nicht an und das Metall bleibt unversehrt.